Willkommen zu einem neuen Beitrag, liebe Mythengemeinde. Unfälle, zum Beispiel Autounfälle, die gehören im Allgemeinen nicht zu dem, was man in den Bereich Mythen und Mystery einordnen würde. Und doch gibt es da einige, die die Ermittlungsbehörden vor ein paar große Fragen stellen. Zum einen, mit was ist das betreffende Fahrzeug überhaupt kollidiert? Und zum anderen, wo sind die Unfallopfer und die Insassen der Fahrzeuge geblieben? Denn die sind spurlos verschwunden. Und das nicht einfach so, weil sie vielleicht vom Tatort geflüchtet sind, sondern die sind wie vom Erdboden verschluckt und haben dabei merkwürdige Spuren hinterlassen. Wenn ein Autounfall passiert, da geht man im Allgemeinen davon aus, dass es entweder Verletzte gibt, die vielleicht noch im Fahrzeug verblieben sind, oder Verletzte, die sich davor aufhalten, oder zumindest Menschen, die am Unfall beteiligt waren und dann da stehen und herumlamentieren. Zumindest erwartet man so etwas in dieser Richtung, aber es gibt Fälle, die sind da komplett anders und höchst rätselhaft. Der junge Mann hier auf den Bildern, das ist Jason Laundrie, und auch wenn er da sehr unterschiedlich aussieht auf diesen Fotos, es ist doch ein und dieselbe Person, eben mal mit Bart und langen Haaren oder kurz mit Sonnenbrille. Jason Laundrie ist seit dem Dezember 2020 spurlos verschwunden und das auf eine sehr merkwürdige Art und Weise. Der 21-Jährige, der war Student auf der Texas State University. Und am 13. Dezember 2020, da begannen dort die Weihnachtsferien und Jason machte sich auf den Weg nach Dallas zu seinen Eltern, um dort Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Aber er sollte das Haus seiner Eltern nie erreichen, denn auf der Fahrt dorthin, da sind ein paar merkwürdige Dinge passiert und er ist verschwunden. Jason kam nicht am vereinbarten Tag bei seinen Eltern an. Diese warteten bis zum Abend, machten sich sehr große Sorgen und verständigten dann die Behörden, sprich die Polizei. In einem großen Raum wurden dann alle Präsidien verständigt, dass Jason gesucht wird, und irgendwann fand man dann sein Auto, und zwar auf einer sehr abgelegenen Straße namens Salt Flat Road. Sein Wagen, der war wohl von der Straße abgekommen und gegen einen Baum und in einen Stacheldrahtzaun hineingefahren. Allerdings wies das Fahrzeug nicht so große Schäden auf, dass man hätte sagen können, er sei dort mit hoher Geschwindigkeit hineingerast. Die Unfallstelle befand sich in der Nähe von Luling in Texas, ungefähr 30 Minuten von seiner Universität entfernt. Nur von Jason, da fehlte jede Spur. Allerdings wurde sein Fahrzeug in einem merkwürdig verlassenen Zustand aufgefunden. Die Fahrertür stand offen, die Innenbeleuchtung des Wagens war eingeschaltet, der Schlüssel steckte noch im Zündschloss, die Beifahrertür war verschlossen. Ebenso befand sich seine Brieftasche noch im Fahrzeug, aus der nichts zu fehlen schien. In der Nähe des Fahrzeugs, da fand man seinen Rucksack, darin waren ein paar Badezimmerartikel enthalten, seine Baseballmütze, ein Laptop und eine kleine Menge Marihuana und seltsamerweise ein toter Betafisch. Dieser lag in einem Becher in seinem Rucksack. Die Polizei, die ging davon aus, dass der Unfall passierte, als Laundrie auf dieser Straße fuhr, die an dieser Stelle mit viel Schotter bedeckt war. Diese Straße führt durch einen großen Wald und die Polizei geht davon aus, dass unter Umständen vielleicht Wildwechsel stattfand und er das Lenkrad verriss und so dann im Baum und diesem Stacheldrahtzaun landete. Wo Jason geblieben sein sollte, das konnte sie sich dann allerdings nicht erklären. Und warum er auf dieser Straße war, das konnten sie sich auch nicht erklären, denn diese Straße, die liegt weit abseits der Route, die er eigentlich hätte fahren müssen. Die Polizei informierte die Eltern über das, was sie gefunden hatten, und der Vater von Jason Laundrie, der machte sich auf den Weg zum Unfallort. Als er am nächsten Tag dort eintraf, da besuchte er zunächst den Unfallort selbst. Und seltsamerweise fand er dort ein paar Habseligkeiten seines Sohnes, die tags vorher noch nicht dort lagen. Nur 250 Meter von der Stelle entfernt, an der man den Unfallwagen gefunden hatte, da fand er ein Hemd, Shorts, Socken, Unterwäsche, Sandalen und die Uhr seines Sohnes. Und diese Wäsche war getragen. Wahrscheinlich die Wäsche, die sein Sohn
zum Zeitpunkt des Unfalls anhatte, aber warum hat er sie ausgezogen? Die Temperaturen, die waren alles andere als angenehm. Es war zwischen 2 und 5 Grad. Der Vater von Jason, der nahm die Wäsche mit zur Polizei und dort entdeckte man auf einem Kleidungsstück eine geringe Menge Blut, allerdings so gering, dass sie von keiner größeren Verletzung herstammen konnte. Möglicherweise hatte Jason sich vielleicht beim Aussteigen aus dem Fahrzeug am Stacheldraht verletzt. Es ist schon sehr merkwürdig, dass die Polizei bei der Durchsuchung des Geländes diese Wäsche und die Uhr von Jason nicht fand. Angeblich waren sie nicht dort. Der Vater bat darum, den Wagen seines Sohnes sehen zu dürfen, was ihm auch genehmigt wurde, denn bis dahin wurde das Ganze von der Polizei ja nur als Verkehrsunfall behandelt und so gab es da eben noch keine kriminaltechnische Untersuchung. Im Fahrzeug, da fand der Vater das Handy seines Sohnes. Da sich Jason zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht bei seinen Eltern gemeldet hatte, veranlasste die Polizei eine große Suchaktion. Dabei nahmen über 100 Freiwillige an der Suche teil. Es kam ein berittenes SAA-Team zum Einsatz, Drohnen, Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Spürhunde. Die Polizei ließ die Handydaten auswerten und die zeigten etwas sehr Merkwürdiges an. Bei seiner Abfahrt in der Nähe der Universität, da benutzte Jason eine App namens Waze, also so ein Navigationssystem fürs Handy. Als er den Ortseingang von Luling erreichte, da stellte er an der ersten Kreuzung diese App aus und wechselte zu Snapchat. Seltsamerweise konnten dann 67 Minuten lang keine Handydaten mehr von ihm geortet werden. Erst nach dieser Zeit konnte man diese Signale wieder orten. Und das war dann der Ort, an dem man seinen Wagen fand. Aber was ist in diesen 67 Minuten passiert, in denen man überhaupt kein Handysignal von ihm mehr empfangen konnte? Die Suchmannschaften und die vielen Freiwilligen, die Drohnen und der Hubschrauber, die suchten indes ein Gebiet von 57,2 Quadratmeilen ab. Aber man fand nicht die geringste Spur des Mannes. Zumindest keine körperliche Spur. Die Suchhunde fanden allerdings einmal eine Spur und die führte vom Unfallort hin zu einem nahegelegenen Teich. Dort endete sie. Es wurden Polizeitaucher angefordert und dieser Teich, der war nicht besonders groß, sodass er in kurzer Zeit komplett durchsucht war, aber auch da wurde Jason nicht gefunden. Und er tauchte eben bis heute nicht mehr auf. Es gibt natürlich jetzt eine Menge offener Fragen. Die Polizei interessiert vor allem, wieso 67 Minuten lang kein Handysignal mehr gesendet wurde und was er in dieser Zeit gemacht haben könnte. Offensichtlich hat er sich dann seiner Kleidung entledigt, aber warum? Wenn nun wieder gesagt wird, naja, vielleicht war es Kälteidiotie, da muss man dabei einfach mal wissen, dass dieses Ausziehen der Kleidung bei der Kälteidiotie dann stattfindet, unmittelbar bevor man stirbt, da kommt man keine 20 Meter mehr weit. Dieses Empfinden, überhitzt zu sein bei der Kälteidiotie, das ist wirklich so das Letzte, was Menschen spüren, bevor sie dann das Zeitliche segnen. Und alle Menschen, die an Kälteidiotie verstorben sind, die hat man auch in der Nähe ihrer Kleidung gefunden. Das ist aber hier nicht der Fall. Und so bleibt eben die Frage offen, was ist mit Jason Laundrie passiert? Der Fall Leah Roberts. Leah Roberts war eine junge Frau, 23 Jahre alt, aus Durham in North Carolina. Im März des Jahres 2000 verschwand sie nach einem Autounfall und hinterließ ein paar merkwürdige Spuren. Leah war damals auf einer Reise, für die es einen Grund gab und dazu müssen wir ganz kurz in das Vorleben von Leah schauen. 1998, da hatte sie einen Autounfall und bei dem wurde sie sehr schwer verletzt. Gegenstände durchbohrten ihren Brustkorb und traten in ihre Lunge ein. Sie hatte mehrere gebrochene Knochen, darunter einen Oberschenkel-Halsbruch und so lag sie sehr lange im Krankenhaus. Als sie aus dem Krankenhaus herauskam, da verlor sie kurz nacheinander ihren Vater und ihre Mutter, die an ihren schweren Erkrankungen verstarben. Diese drei Erlebnisse, die änderten ihre Ansicht über das Leben und sie beschloss all das, was sie bisher getan hatte, aufzugeben. Sie brach ihr Studium ab und begann damit, wie sie es selbst ausdrückte, sich auf die Suche nach ihrer Seele zu begeben.
Dazu gehörte unter anderem eine Reise nach Costa Rica, die allerdings nie zustande kam. Sie beschäftigte sich mit dem Gitarrespiel, sie fotografierte und sie widmete sich der Poesie. Und sie erzählte ihren Freunden oft, dass sie planen würde, einen Roadtrip in den Westen der USA zu machen, so wie sie es in den Büchern ihres Lieblingsautors Jack Kerouac gelesen hatte. Am 11. März, da hatte sie eine Verabredung mit einer Freundin. Es ging darum, dass sie das Babysitting für deren Tochter übernehmen sollte. Als sie sich am 13. März immer noch nicht bei ihrer Freundin gemeldet hatten, da ging diese Freundin mit einer weiteren Freundin von Lea zur Polizei und meldete sie als vermisst. Die Polizei ließ die Wohnung von Lea öffnen und die beiden Freundinnen betraten zusammen mit dem Beamten diese Wohnung. In der Wohnung gab es eindeutige Anzeichen dafür, dass sich Lea auf eine Reise begeben hatte. Kleidung lag auf dem Bett, andere Kleidung fehlte. Sogar ihre Katze war nicht mehr dort. Und ein eindeutiges Indiz, das fanden sie dann später auf einem Tisch in der Küche. Dort fanden sie einen Zettel und auf diesem Zettel lag Geld. Und auf dem Zettel stand, dass dies die Miete für den kommenden Monat war und sie versprach, bis zum Monatsende zurück zu sein. In diesem Schreiben, da schrieb sie ausdrücklich, dass sie auf gar keinen Fall vorhätte, sich irgendetwas anzutun, dass das Gegenteil der Fall sei, dass sie in ein neues Leben unterwegs sei. Beziehungsweise, dass sie gerade ein neues Leben beginnen würde. Die Freundinnen, die gingen davon aus, dass sie ihren Plan umgesetzt hatte, sich auf diesen Roadtrip zu begeben. Und das Ganze schien sich zu bestätigen, als die Polizei die Daten ihrer Bankkarte überprüfen ließ. Dort fanden sich einige Einkäufe und Tankquittungen, die darauf hindeuteten, dass sie auf der Interstate 40 nach Westen unterwegs war. Leas Schwester namens Kara, die war davon überzeugt, dass Lea in Richtung der Cascade Mountains in Washington unterwegs war. Das war ein Ort, für den sie sich vorher schon sehr interessiert hatte. Eines schien jedoch seltsam. Kurz nachdem man über die Daten der Bankkarte festgestellt hat, dass sie getankt hatte, da gab es plötzlich keine Bewegungen mehr auf ihrem Konto. Am 18. März 2000, da wurde Leas Jeep Cherokee zufällig von einigen Joggern in einem abgelegenen Wald in der Nähe des Mount Baker Highways gefunden. Auch der Fundort dieses Wagens, der schien zu bestätigen, dass sie sich auf jenem Roadtrip befand, von dem sie oft gesprochen hatte. Denn das war auch nicht weit weg von einem Ort, den ihr Lieblingsautor Jack Kerouac in einem seiner Romane beschrieben hatte. Was die Polizei allerdings am Unfallort vorfand, das war schon mehr als merkwürdig. Entlang des Highways, etwas versetzt in den Wald hinein, da hingen ihre Kleidungsstücke an den Bäumen aufgehangen. Im Fahrzeug, da fand man Kissen und Decken, die über die Fenster gehangen waren. Im Fahrzeug, da fand man ihre Wertsachen, den Reisepass, eine Brieftasche mit Bargeld, einige andere Wertsachen wie Schmuck und noch einmal $2,500 in bar. Die Katzenbox, Katzenfutter und ihr Führerschein, die lagen verstreut um das Autowrack herum. Ebenso ein Ticket für eine Theateraufführung in der nahegelegenen Stadt Bellington. Nur von der jungen Frau selbst, da fehlte jede Spur. Mehrfach wurde diese Gegend unter einem großen Aufgebot an Mensch und Material durchsucht und mehrfach kamen Spürhunde zum Einsatz, die keinerlei Witterung von ihr aufnehmen konnten. Es war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Anhand der Spuren auf der Fahrbahn und der Schneise, die das Fahrzeug in den Wald gerissen hatte, da konnte die Polizei ermitteln, dass sie ungefähr 65 km/h schnell gewesen sein musste, als sie von der Fahrbahn abkam. Ebenso war zu erkennen, dass der Wagen sich überschlagen haben musste, bevor er dann auf ein paar Bäume traf. Ein paar Tage, nachdem die Polizei das Autowrack dann untersucht hatte, da gab es einige Anrufe von Menschen, die meinten, sie hätten Lea gesehen. Es gab einen Anruf, dass eine verwirrt wirkende Frau an einer Tankstelle herumirren würde, aber als die Polizei dort eintraf, war von der Frau nichts mehr zu sehen. Zwei Männer gaben an, dass sie in einem Diner mit ihr geredet hätten und dass sie in Begleitung eines Mannes namens Barry gewesen sei. Aber auch hier ließen weitere Ermittlungen dann Zweifel an der Richtigkeit der Aussage aufkommen, so dass es eher möglich war, dass die beiden Männer, die die Angabe gemacht hatten, sich offensichtlich geirrt hatten.
Es kamen eine Menge Theorien in der Bevölkerung auf, was mit Leia passiert sein konnte. Eine der Haupttheorien war, dass das Ganze ein vorgetäuschter Unfall gewesen sein könnte. Merkwürdigerweise hatte die Polizei denn auch festgestellt, dass das Anlasserrelais des Jeeps durchtrennt worden war. Ebenso merkwürdig war dieses Vorhandensein von Decken und Kissen, die an den Fenstern hingen, so als ob jemand in diesem Fahrzeug vorübergehend gelebt hätte. Eine der Hauptfragen war dann auch, warum diese ganzen Wertsachen und der hohe Bargeldbetrag in diesem Fahrzeug unberührt lagen. Ein Raubüberfall, der schien damit ja auszuscheiden. Das alles schien für die Polizei dann eher doch ein Indiz dafür zu sein, dass es wirklich einen Unfall gab. Vielleicht hatte sie bei dem Unfall eine Amnesie erlitten und ist dann hilflos durch die Gegend geirrt, wobei die groß angelegte Suchaktion allerdings auch keine Spur von ihr fand. Es war jedenfalls nicht möglich, diese ganzen Spuren, die es gab, zu einer vernünftigen Erklärung zusammenzufügen. Und obwohl dieser Fall in den bekannten Fernsehsendungen Unsolved Mysteries und Disappeared gezeigt wurde, gab es nicht einen einzigen Hinweis auf den Verbleib von Leia. Ja, den hat es dann auch nie wieder gegeben, bis heute nicht, und das Ganze ist ja jetzt so rund 21 Jahre her. Es ist schon merkwürdig, wie die Polizei auch diesen Unfallort wieder vorfand. Die Frage ist zum Beispiel, warum hat sie ihre Sachen an die Bäume gehangen, so als ob das Ganze ein Kleiderschrank wäre. Und wenn sie den Unfallort selbstständig verlassen hat, warum hat sie ihre kompletten Wertsachen zurückgelassen und das ganze Bargeld? Was kann denn dann der Grund dafür gewesen sein? Selbst wenn man ein neues Leben beginnt, so wie sie geschrieben hatte, oder dass man gerade im Begriff sei, ein neues Leben anzufangen, wozu dann auch diese Reise gehörte, braucht man dafür zumindest etwas Geld. Es sei denn, man hat beschlossen, dieses neue Leben in der Wildnis zu führen. Aber auch dazu muss man sich vorbereiten. Da muss man, wenn man nicht ganz naiv ist, ein paar Ausrüstungsgegenstände kaufen, was offensichtlich nicht passiert ist. Hätte ihr jemand etwas angetan, hätte er dann diese ganzen Wertgegenstände im Auto liegen lassen? Schwer vorstellbar. Wie man es dreht und wendet, man kommt einfach zu keiner logischen Erklärung. Das Merkwürdige ist, dass es noch wesentlich mehr dieser Berichte gibt von Menschen, die nach Unfällen mit ihrem Fahrzeug einfach spurlos verschwunden sind und niemand weiß, wo sie geblieben sind. Auch das sind rätselhafte Fälle. Wenn ihr mögt, dann schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesen beiden jetzt hier geschilderten Beiträgen so haltet. Was kann da passiert sein? Und wenn ihr jetzt noch weitere Mystery-Banden-Videos sehen wollt, dann besucht mal unsere Website. Da machen in der Zwischenzeit einige Leute mit, die dort ihre Videos und auch exklusive Videos für die Website veröffentlichen. Den Link zur Website, den findet ihr in der Videobeschreibung, und dort findet ihr auch einen Link zu den letzten drei Videos, die hier auf meinem Kanal erschienen sind, denn YouTube scheint im Moment wieder nicht so regelmäßig zu benachrichtigen, wenn es neue Videos gibt. Wenn ihr mögt, dann schaut mal rein, vielleicht habt ihr ja etwas verpasst. Und wenn ihr dieses Video hier als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich, und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.